Kennt ihr Menschen, die Kinderschokolade essen? Dieses Video solltet ihr unbedingt sehen. Guten Morgen! Was ihr heute erfahrt, wird euch in Zukunft noch bewusster einkaufen lassen. Wir alle lesen die Zutatenliste mittlerweile kritisch. Aber was wirklich drin ist, das wird dann erst bei unabhängigen Tests ans Tageslicht gebracht. Bei einem Test von Foodwatch, die Webseite habe ich euch unten verlinkt, wurden viele der beliebtesten Süßigkeiten auf Mineralöl getestet. Einerseits die aromatischen Mineralöle und andererseits auf die gesättigten Mineralöle. Was das ist, da kommen wir noch dazu. Erstmal direkt am Anfang das überraschende Ergebnis. Die Kinderschokolade von Ferrero, ein absoluter Lieblingsriegel vieler Menschen, ist die am stärksten mit Mineralöl belasteste Süßigkeit in diesem Test. Die kompletten Ergebnisse des Tests verlinke ich euch natürlich ebenso auch unten in der Infobox. Experten gehen davon aus, dass jeder Mensch im Durchschnitt etwa 1 Gramm Mineralöl im Körper trägt und ja, dieses im gesamten Leben auf bis zu 13 Gramm anwachsen kann. Die Kinderriegel tragen ihren Teil dazu bei. Aber auch die Lindt-Praline, Fioretto und die Reissnacks von Aldi sind ganz vorne mit dabei. Mineralöle stellen die noch vor den Schwermetallen mengenmäßig größte Verunreinigung im menschlichen Körper dar. In den Studien, die ich euch unten verlinkt habe, wird auch die Schädigung von Organen und die Katalysierung des Krebswachstums als eine der Folgen der Mineralölablagerung im Körper dargestellt. Aber wie kommt das Mineralöl in die Schokolade überhaupt und was hat das mit den unterschiedlichen Arten von Mineralölen auf sich? Das ist das, was ich heute in dem Video beantworten möchte. Die nach Angaben in den Studien genannte Hauptquelle für Mineralöl ist in den Lebensmitteln, die kommt von sogenannten Recyclingpapier, da in diesem Papier häufig Zeitungsreste verarbeitet werden, in welchen wiederum natürlich Druckerschwärze mit Mineralöl enthalten ist. Aber nicht nur Mineralöl kommen dann in die Lebensmittel aus den Zeitungen, sondern auch weitere bis zu 250 potenziell gesundheitsgefährdende Substanzen, wie zum Beispiel Weichmacher oder Lösungsmittel und anderes Zeug, was eben in diesem Recyclingpapier irgendwo enthalten ist. Und dabei muss das Lebensmittel nicht einmal direkten Kontakt haben mit diesem Recyclingpapier, sondern es kann auch gasförmig auf das Lebensmittel übergehen. Das bedeutet, Foodwatch und andere Organisationen raten dringend davon ab, Lebensmittel zu kaufen, die mit recyceltem Papier in Kontakt gekommen sind. Beim Kinderriegel wird angenommen, dass das nochmalige Einpacken in Papier und damit der direkte Kontakt dazu führt, dass der Kinderriegel eben so extrem hoch belastet ist. Aber auch der Kakao, der oft in mit Mineralöl behandelten Jutesäcken transportiert wird, der kann bereits kontaminiert sein. Bevor wir zu den konkreten Ergebnissen kommen, erstmal die Unterscheidung zwischen sogenannten MOAs und MOSHs. MOAs sind aromatische Mineralöle. Die sind laut Europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit als möglicherweise krebserregend und erbgutverändernd eingestuft. Das Bundesministerium für Risikobewertung ist der Ansicht, dass kein nachweisbarer Übergang von MOAs in die Lebensmittel stattfinden sollte. Das heißt, da gibt es keine Grenzwerte, sondern nichts sollte in Lebensmitteln vorhanden sein. Das sind die MOAs. Dann gibt es die MOSHs. Das sind gesättigte Mineralöle, wo derzeit keine toxikologische Risikobewertung existiert. Aber was man herausgefunden hat, ist, dass gesättigte Mineralöle sich in den Körperorganen anreichern. Bei Tierversuchen hat man bereits herausgefunden, dass diese Anreicherung im Körper zu Organschäden führt. Ja, das sind die MOSHs. Was kam nun konkret bei dem Test heraus? Der Kinderriegel hat zum einen im Gegensatz zu den meisten anderen Süßigkeiten, die keinerlei aromatische Mineralstoffe enthalten, also die MOAs, ganz klar ja, diese in sich enthalten. Nur nochmal zur Erinnerung, also diese MOAs, diese aromatischen Mineralstoffe, die sind laut Bundesministerium für Risikobewertung, die sollten überhaupt nicht in Lebensmitteln enthalten sein, überhaupt nicht, gibt keine Grenzwerte, wird dringend davon abgeraten. Aber im Kinderriegel sind sie in einer hohen Dosis enthalten. Die schon genannten Fioretto Pralinen von Lindt und die Sunrise Schokohappen von Aldi haben ebenso diese aromatischen Mineralstoffe enthalten. Alle anderen im Test, lass mich lügen, aber ich glaube alle anderen nicht. Also diese drei Sachen. Test, wie gesagt, alles unten. Und ja, entsprechend sollten diese Lebensmittel ausgehend von dieser potenziellen Schädlichkeit gar nicht mehr konsumiert werden.
Aber auch von den gesättigten Mineralölen sind die Werte bei diesen drei Produkten am höchsten. Die Mineralölkontaminierung zieht sich also wie ein roter Faden durch diese drei Produkte. Also Kinderriegel von Ferrero, diese Fioretto von Lindt und die Sunrise Schoko Happen von Aldi. Und ja, deswegen sollten diese drei Produkte, ich kann mich dann wiederholen, also im Sinne der Risikobewertung vom Bundesministerium nicht mehr konsumiert werden, wenn ich das sozusagen logisch wiedergebe. Und wir reden hier nicht nur schon von den also bedenklichen gesundheitlichen Auswirkungen, die Süßigkeiten generell haben, ne, sollten vielleicht deshalb schon nicht so viel konsumiert werden. Ne. Kinderriegel ist vielleicht auch so nicht gesund. Hier geht es wirklich um eine ganz klare Kontamination. Ja. Und besonders, es gibt bereits eine Beschichtung, die jegliche Form von gesundheitsgefährdenden Stoffen abhalten könnte. Es gibt sozusagen, man muss diese Packung nur bestellen beim Packungshersteller. Und das kostet pro Packung, ich habe einen Bericht gesehen beim SWR, nur ein paar Cent mehr. Aber die Unternehmen werden natürlich so lange die billigste Form der Verpackung nehmen, bis der Verbraucher reagiert. Das ist vollkommen nachzuvollziehen. Ne? Die Unternehmen, die interessieren sich nicht für unsere Gesundheit. Ne? Sie interessieren sich lediglich für ihren Profit. Schon im Jahr 2012 kam eine Studie im Auftrag des damaligen Bundesministeriums für Ernährung über das Ausmaß des Übergangs von Druckfarbenbestandteilen aus Verpackungsmaterial in Lebensmitteln zu dem Ergebnis, dass und jetzt O-Ton, die enorme Vielfalt potenziell migrierender Stoffe keine verlässliche Bestätigung der lebensmittelrechtlichen Konformität und Unbedenklichkeit zulasse. Daher erscheine die Einführung einer Barriereschicht für Verpackungen mit Recyclingkarton unverzichtbar. Das Problem ist also schon seit Jahren bekannt und sogar dem Bundesministerium für Ernährung, aber eine gesetzliche Umsetzung gibt es bis heute nicht. Und man stirbt natürlich nicht von so einem Kinderriegel, sondern derartige chronische Vergiftungen kosten nach dem Studienleiter Dr. Koni Grob permanent Lebensenergie und das bedeutet, Organe können nicht optimal funktionieren. Das Immunsystem wird belastet. Aber auch in dem Zuge immer wieder der Hinweis, der Körper wird auch von anderen Dingen permanent belastet. Wir können nicht jede Belastung vermeiden und man sollte diese Informationen, wie in diesem Video dargestellt, neutral einordnen. Bitte macht euch nicht verrückt und geratet irgendwie in Panik. Das ist eine simple Information. Zieht euch für euch persönlich das Wichtige heraus. Nicht Gedanken wie die Politik und die Wirtschaft sind schlimm und wir können gar nichts mehr essen und so weiter. Sowas nicht dann jetzt folgen lassen von dem Video, ne? Sondern meidet einfach jetzt diese drei Lebensmittel insbesondere und auch generell meidet Lebensmittel, die in Recyclingpapier abgepackt sind und zu diesem auch direkten Kontakt haben. Wenn das Papier noch leicht angeraut ist, wenn du das anfasst, dann hast du auch mit Sicherheit diese Schutzschicht nicht. Wie derzeit wohl über, wenn ich den Bericht noch richtig im Ohr habe, über 90% der Recyclingverpackung nicht diese Schutzschicht haben, wenn man diesen Fernsehbeitrag des WDR Glauben schenken darf. Generell wäre auch ein Ansatz sinnvoll, seinen Fokus auf regionale Lebensmittel, die unverarbeitet und unverpackt sind und kurze bis keine Lieferkette haben, zu lenken. Da sind wir dann auch wieder bei der Rohkost. Viele Wege führen nach Rom und die vegane Rohkost ist die gesündeste und risikoärmste Ernährung. Aber natürlich wird nicht jeder von euch veganer Rohköstler, machen wir uns nichts vor. Zumindest nicht von heute auf morgen. Es ist im Endeffekt auch nicht möglich, jeden Scheiß zu vermeiden. Also wirklich, seid entspannt und esst einfach ab heute zum Beispiel keine Kinderriegel mehr und eben auch immer mal auf die Verpackung schauen der Lebensmittel. Ne? Unbeschichtetes Recyclingpapier, das versucht man einfach absolut zu meiden. Besonders betroffen sind dabei ja eben diese Papppackungen, wo Grieß, wo Bulgur und wo Weizen drin sind. Ihr kennt diese viereckigen, wo nicht extra noch eine Tüte ist oder wo das einfach so in der Pappe drin ist. Die wurden übrigens auch getestet und die waren ebenfalls ganz stark mit Mineralöl belastet. Den Test verlinke ich euch alles unten in der Infobox. Also ich hoffe, ihr könnt dank dieser Information nun bewusster einkaufen, ne? Und habt einfach euer Wissen etwas aufgestockt, ohne jetzt wirklich da emotional wieder belastet euch zu fühlen. Denkt auch daran, ein gesunder Körper braucht da einen gesunden, positiven Geist und wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, dann seid ihr auf einem guten Weg. Ne? Nicht verrückt machen, ich sag's nochmal, einfach nur die Information aufnehmen und gut ist. Wir sehen uns morgen wieder, macht's gut, euer Christian. Tschüss.